Zum heutigen Tutorial könnt ihr tolle Preise gewinnen, zum einen eine Yoshi-Figur und ein Copic Chow Marker Manga Set. Viel Spaß! Wie ihr vom Titel entnehmen konntet, geht es im heutigen Tutorial um den kleinen Dino Yoshi aus Super Mario. Dann starten wir doch gleich mal mit dieser neuen Herausforderung. Wir fangen wieder mit einem Kreis an und das werdet ihr noch in den nächsten 2000 Tutorials von mir zu hören bekommen. Dieser Kreis ist eben unvermeidlich. Diesen Kreis unterteilt ihr einfach damit, ihr den Radius messen könnt und auf der rechten Seite den Abstand überträgt. Das müsst ihr jetzt nicht mit einem Lineal millimetergenau abmessen. Verlasst euch da auf euer Augenmaß. So könnt ihr das auch gleich ein bisschen trainieren. Bei der rechten Markierung zeichnet ihr einfach erneut einen Halbkreis. Ich zoome das mal etwas heran, damit ihr das genauer erkennen könnt. So, in dem unteren Teil des rechten Halbkreises können wir nun seine Backe andeuten. Und unten am Ende des Halbkreises zeichnet ihr einfach noch einen kleinen Kreisbogen für sein Kinn. Am oberen Teil am Ende des rechten Halbkreises zeichnen wir eine vertikale Linie, die die Mitte der Augen markiert. Da seht ihr, ich bin auch kein perfekter Zeichner. Ich muss auch mal zum Radiergummi greifen. Also, wie ihr seht, eine Stirn besitzt er nicht, geschweige denn einen Kopf. Naja, die Frage, wo sich sein Gehirn befindet, überspringen wir mal. Jetzt zeichnet einfach nochmal eine Augenbreite für die Wölbung, die an seinem Hinterkopf ansetzt. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen rauszoomen, denn wir fangen jetzt mit dem Rest seines Körpers an. Ihr nehmt jetzt einfach einmal die Kopflänge und setzt sie unten an. Markiert euch die Stelle. Okay, die Beine kommen zwar später dazu, aber sein gesamter Körper ist fast so groß wie sein Kopf. Sonderlich groß ist dieser Dino ja nicht, obwohl man in der Schule anderes von Dinosauriern gelernt hat. Gut, ich will jetzt hier nicht so große Reden schwingen, zeichnet seinen Körper, indem ihr einen Bogen von seinem Kinn bis zu dem Markierpunkt zieht. Der Bogen geht maximal so weit raus wie sein Maul, also ein bisschen flacher, es sei denn, ihr möchtet einen fetten Yoshi zeichnen. Okay, also für seinen Rücken setzen wir eine Kinnbreite weiter an und ziehen eine geschwungenere, aber auch kürzere Linie. Dann verbindet ihr die vordere und die hintere Linie, so dass es am Ende in etwa so aussieht wie ein Halbmond. Dann wenden wir uns seinen Arm zu. Die fangen fast direkt unter seinem Kopf an. Für seine Hände zeichnen wir am Anfang erstmal wie so Fäustlinge die grobe Form, damit wir dann die einzelnen Finger reinskizzieren können. Ich glaube, ich sollte mal ein Tutorial über Hände machen. Was meint ihr? Wie findet ihr ein Händetutorial? Hinterlasst dazu einfach einen Kommentar. Zu diesem Thema verlange ich sowieso noch einiges von euch ab. Aber egal, das werdet ihr ja am Schluss sehen. So, Dalle, jetzt skizzieren wir ihm seine Beine. Und wie ihr seht, sind das im Grunde ganz einfache Formen, die man hierzu benutzt. Nichts Weltbewegendes, nichts Dramatisches. Und im Grunde besteht das Zeichnen aus diesen einfachen Grundbausteinen. Und zwar sehen und beobachten, alles und jedem in simple Form einteilen und das wichtigste Geheimnis für alle Zeichner, zeichnen, zeichnen, zeichnen. Ja, leider gibt es kein Geheimnis dafür, von heute auf morgen das Zeichnen zu lernen. Wie ihr seht, sind wir auch schon fast mit der Skizze fertig. Hinten auf seinem Kopf fehlen noch die drei abgerundeten Zacken. Und auf seinem Rücken der Schildkrötenpanzer. So, aber jetzt frage ich mich wirklich, was ich hier zeichne. Ein zu klein geratener Dinosaurier ohne Gehirn mit einem Panzer auf dem Rücken. Ist es überhaupt ein Dinosaurier? Also verbessert mich, wenn ich falsch liege.
So, liebe Leute, das war's schon mit der Zeichnung. Wenn ihr zufrieden seid, könnt ihr euch jetzt an einem euren Yoshi erfreuen. Aber wie ihr mittlerweile von mir wisst, ich finde einfach einfache Bleistiftzeichnungen langweilig und deswegen erstmal mit schwarzen anfangen. Heute benutze ich dazu den Copic Multiliner 0,8 mm. Und ja, es stimmt, diese Stifte sind leider Gottes sündhaft teuer. Allerdings habe ich schon einmal in einem Video betont, dass ich Tusche und Feder bevorzuge. In den Videos benutze ich diese Fineliner, da ich das Bild nicht während der Aufnahme drehen kann. Könnt ihr es schon, aber das ist für euch ja nicht schön anzusehen. Aber Tatsache ist, dass die Fineliner schneller trocknen und für die Videos besser geeignet sind. Jetzt fehlt nur noch die Farbe. Ich habe euch ja im letzten Tutorial einen Tipp zu diesen Markern gegeben. Ihr müsst nicht unbedingt alle Töne einer Farbe kaufen. Wenn ihr das richtige Papier benutzt, dann könnt ihr, wenn die Farbe trocknet und nochmal drüber geht, einen dunkleren Ton bekommen. Das Papier, das ich hierfür benutze, ist Copic Marker Block. Den findet ihr im Online-Store. Schaut einfach mal in eBay, Google, Amazon. Also ihr werdet auf jeden Fall im Internet finden. So, das war's auch schon, meine lieben Zuschauer. Ihr wisst jetzt, was man tun muss, um Yoshi zu zeichnen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und viel Glück beim Gewinnspiel.